und willkommen zu einem weiteren Pen & Paper Let's Play. Und viele von euch hatten sich nach einem der Let's Plays, das wir zuletzt hier absolviert haben bei Ulysses, DSA 5 gewünscht. Und wir haben die Redaktion dazu überredet, mal sich einen Nachmittag freizunehmen und das mit uns zusammen zu spielen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich einmal hier den Alex Spohr habe, der die Leitung übernehmen wird. Und links von mir sitzt Imi Demetel, die uns auch noch redaktionell unterstützen wird als Spielerin. Und dann haben wir hier noch den Steff, der euch vielleicht aus ein paar Videos schon bekannt sein könnte, als Gastrezensent. Und hier ganz außen sitzt Anselm, der ja auch schon bei Let's Plays dabei war. Und was spielt ihr? Anselm spielt einen Zwerg. Ja, ich spiele einen Zwergen, Bargosch, Sohn des Baram, und werde euch mit meinem Felsspalter immer vom Kämpfen abhalten. Das mache ich nämlich selbst. Gut. Und du spielst eine Layla. Ich spiele eine Layla, ja. Layla ist eine Diebin aus dem wunderschönen Kunchum. Und ja, die Expertin für alles, was heimlich, schnell, leise und lukrativ abläuft. Gut, ich werde eine Auelfe spielen namens Lidariel Wind in den Weiden. Und dann zu meiner Rechten. Ich bin Alrico Galliano, ein menschlicher Söldner aus Südaventurien, der sich vermutlich mit dem Zwerg um die lukrativen Prügeleien schlagen wird. Und wir spielen, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, alle einfach Archetypen aus dem Beta-Regelwerk, um das Ganze einfacher zu gestalten. Ja, genau, für das Stück. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Und du hast gerade eben schon etwas an uns ausgeteilt, nämlich diese Chips, die eine Neuerung sind jetzt im DSA 5-Regelwerk. Was bedeuten die? Wofür kann ich die benutzen? Das sind unsere Schicksalspunkte. Die kannst du dafür benutzen, um beispielsweise bei Proben, die misslungen sind, bei Fertigkeitsproben einen Würfel nochmal neu zu würfeln. Oder du kannst auch deine Fertigkeitswert für einen kurzen Moment ein bisschen anheben, um mehr Punkte übrig haben zu können, beispielsweise. Also es ist praktisch so eine Art Element, das dir ein bisschen Glück verleiht. Du bist halt vom Schicksal dann etwas mehr begünstigt und kannst ein paar Patzer ausbauen, wenn du sie würfelst. Die regenerieren sich allerdings nicht einfach so wieder, sondern du musst zum Beispiel das Abenteuer bestehen oder etwas ganz Großes vollbracht haben. Das heißt, du musst ein bisschen haushalten damit. Und was auch wichtig ist, man braucht immer einen Schicksalspunkt noch, um nicht überrascht zu sein. Ah, wenn man in einen Hinterhalt gerät. Richtig. Beispielsweise hier unser zwergischer Freund, der hat leider nur einen einzigen Schicksalspunkt, auf den sollte er gut aufpassen, weil so kann es schon übel enden. Mhm. Helden sind halt im Vergleich zu anderen Meisterpersonen diejenigen, die eigentlich immer Schicksalspunkte haben. Und bei den Meisterpersonen ist es so, nur die mächtigsten, einflussreichsten Oberschurken und so weiter haben sowas, um dem zu entgehen. Aber normale Lakaien oder einfache Aventurier haben es nicht unbedingt. Die können also ganz schnell mal überrascht werden. Das heißt, DSA trennt jetzt mit der 5. Edition auch zwischen tollen Leuten und naja, Kanonenfutter. Nicht so tollen Leuten. Ich würde sagen, zwischen coolen Leuten und noch viel cooleren Leuten. Der Fantos sind ja generell cool, aber die Helden sollen halt was Besonderes sein. Und deswegen sollen sie auch ein bisschen mehr leisten können als ein durchschnittlicher Aventurier. Das soll sich nicht nur in den Werten widerspiegeln, sondern auch in diesen Schicksalspunkten. Wenn ich jetzt auf das Heldendokument schaue, das ist jetzt erstmal sehr altmodisch von der Aufmachung. Ich nehme an, das ist nicht das fertige Design. Nein, nein, das ist tatsächlich nur der Rohentwurf für die Beta-Phase. Das wird ganz toll werden, wenn das Regelwerk fertig ist. Das wird dann in einer wunderbaren Aufmachung sein. Und das ist wirklich eher nur rudimentär. Ja, und vieles kommt mir vertraut vor. Ich habe dieselben Attribute, Lebenspunkte, Astralpunkte, Kammerpunkte habe ich nicht, Magieresistenz, Initiative, wie schnell ich bin, und aber keine Ausdauer. Richtig, also Ausdauer ist weggefallen, aber ansonsten wird dir vieles bekannt vorkommen. Gut. Ausdauer war halt von der Funktion her bei DSA 4 ein bisschen schwierig, beziehungsweise nicht viele Gruppen haben auch damit gespielt. Und es hat einfach im Spiel meistens nicht sonderlich gut funktioniert, deswegen haben wir es abgeschafft. Aber du wirst dich gut orientieren können, die meisten Sachen kennst du. Gut. Eine Frage habe ich dann noch, und ich denke, alles andere werden wir im Spiel dann klären, was sich an Regeln geändert hat. Ich habe bei Sprachen direkt eingetragen, ist Dira 3 Gareti 2, also keine Fertigkeitswerte mehr. Es war ein Wunsch von Spielern aus unserem Forum, den wir auch berücksichtigt haben, dass wir die Sprachtalente umwandeln zu Sonderfertigkeiten. Das ist insofern auch durchaus eine gute Entscheidung gewesen, weil normalerweise probt man auf Sprachen nicht. Und es ist eigentlich nur wichtig zu wissen, kann man jetzt eine Sprache überhaupt gar nicht, ein bisschen oder halt schon besser. Und 3 ist ungefähr das, was ein normaler Muttersprachler beherrscht. 2 ist starker Akzent, aber du verstehst das meiste. Wie geht ein elfischer Akzent? Auch Elfen haben gewisse Dialekte mittlerweile. Sprich, die Auelfen sprechen ein bisschen anders als Waldelfen. Es waren halt ja voneinander isoliert und dementsprechend sind ein paar Begriffe natürlich anders. Und wenn du natürlich jetzt Gariki sprechen möchtest und dementsprechend willst du einen Akzent benutzen, dann musst du dir etwas einfallen lassen.
Oh je, ja. Ich glaube, das kriegst du hin. Ich warte mal einen Moment, bis ich da rede. Du musst halt den zweistimmigen Gesang ein wenig imitieren. Das kriegst du schon hin. Ja. Vielleicht kann ja Evie mit mir im Chor sprechen. Ich habe auch Akzent, also so wie das sich hier darstellt auf meinem Charakterbogen. Das ist, ich habe nur einen Akzent, wenn ich ruhig spreche. Das beruhigt mich ungemein. Ich glaube, das wird nicht vorkommen. Sehr gut. Gut. Ich bezweifle es, ja. Da wir nicht im Süden spielen, glaube ich, ist das so gut wie ausgeschlossen, dass das vorkommen wird. Ja, lass mich überraschen, aber ich glaube, Moos könnte wirklich heute nicht so ganz wichtig sein. Dringe nicht auf dumme Ideen. Was spielen wir denn? Spielen wir ein Abenteuer, das es schon so zu kaufen gibt, als von den drei Beta-Abenteuern? Spielen wir da rein? Oder nee, es ist keins von den Beta-Abenteuern. Es ist ein Auszug aus einem Abenteuer, das es tatsächlich schon gibt. Ich verrate nicht so viel, ihr werdet es vielleicht merken oder zumindest unsere Zuschauer werden es dann sehen. Es ist, wie gesagt, nur ein Auszug. Das haben wir öfters auch innerhalb der Firma getestet und ich denke, das ist genau das Richtige für unser Let's Play. Gut. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Ja. Bei Fragen fragt ihr einfach und ich werde dann weiterhelfen oder notfalls, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, auch das Buch konsultieren. Ich weiß auch nicht alles. Ich habe direkt eine Frage. Ja, natürlich. Schieß los. Gehen wir einfach halt davon aus, dass wir uns alle schon kennen und quasi echte Homies sind und miteinander unterwegs, oder machen wir so einen klassischen Einstieg, so irgendwas in der Kneipe? Ja, sowohl als auch eigentlich, nimmst du mich jetzt, greifst ein bisschen vor. Oh, eigentlich wollte ich gerade sagen, um einzusteigen. Ich setze davon aus, dass ihr euch kennt. Und zwar seid ihr tatsächlich Abenteurer, die schon mehrere Abenteuer erlebt haben. Und ihr habt einen Handelszug begleitet. Einen Handelszug, der euch nach Nostria Stadt gebracht hat. Es war kein aufregendes Abenteuer, aber ihr musstet zumindest ein paar Räuber tatsächlich davon abhalten, euren Auftraggeber zu überfallen. Und eure wohlverdienten Silberteile, die ihr für den kleinen Auftrag dann auch eingesteckt habt, wollt ihr natürlich, nachdem ihr jetzt mehrere Tage lang durch die Wildnis gereist seid, auch einen schönen Nostria ausgeben. Und was würde sich besser eignen als die Flinke Flunder? Das ist eine Taverne in Nostria, sehr bekannt dafür, dass es dort ein exzellentes Bier gibt. Dementsprechend habt ihr euch dort eingefunden. Wollt ihr ein bisschen eure Silbertal ausgeben. So, wenn ich das recht in Erinnerung habe, nun da ihr dort alles sitzt, an einem Tisch und ihr habt auch schon bei dem Wirt und der Schankmarkt Bier und Essen bestellt, dürfte der Söldner hier unter uns doch jemand sein, der eine schlechte Eigenschaft besitzt, namens Spielsucht. Ja, natürlich. Dementsprechend werde ich mich mal umschauen, ob nicht das ein oder andere Karten- oder Würfelspielchen betrieben wird. Ja, außer euch sind tatsächlich in der Flinkenflunte noch andere Gäste, die sich nicht nur bei Essen und Trinken amüsieren, sondern auch Boltern spielen und Würfelspiele. Und natürlich überlegst du dir, ob du vielleicht einen Teil deiner Silberteile, die du erworben hast, einfach mal auf den Kopf haust. So, dann würde ich doch sagen, mach doch mal eine Probe auf diese schlechte Eigenschaft. Ja. Es funktioniert ganz ähnlich wie früher. Du hast einen Wert darin, der normalerweise zwischen 4 und 12 liegt. 4, da bist du nicht so anfällig dafür. Und 12 ich habe jetzt Spielsucht 5. Das geht, das ist nicht so viel. Und mit einer 20. Es geht schon gut los. Ja. Okay, dann würde ich sagen, du kannst dich schon auf jeden Fall beherrschen, weil es gilt natürlich, wenn du drüber würfelst, bist du jetzt nicht von dieser schlechten Eigenschaft so stark betroffen. Kannst natürlich gerne spielen, das ist dir überlassen, aber du bist jetzt nie jemand, der vielleicht alles ausgeben würde. Na, ich glaube, ich schaue mir das erst noch einmal und einen Moment an, wer weiß, ob nicht ein falsches Spiel betrieben wird. Und dann möchte ich da natürlich nicht reingeraten. Okay. Also gehst du zumindest, also du guckst dich zumindest interessiert, an. Gehe ich da hinüber und schaue mir ein paar Runden an. Ja. Während euer Freund euch kurz verlassen hat, um zu einem anderen Tisch zu gehen, wo er ein bisschen spielt, habt ihr euch natürlich gut gehen lassen. Speziell ihr beide, denn du als Zwerg kannst natürlich das Bier durchaus genießen. Ist nicht so gut wie zwergisches Bier, aber für menschliches Bier ist es durchaus akzeptabel. Und du bist natürlich auch glücklich, die Wildnis verlassen zu haben, endlich wieder in städtischer Umgebung zu sein, auch wenn der Nostria natürlich ein bisschen fremd ist. Ja. Du hingegen bist als Elfe vermutlich jetzt... Ich fühle mich nicht so wohl, denn erstens habe ich sensibler Geruchssinn und ich stelle mir Nostria Stadt immer so vor, dass es furchtbar nach Salzarele und Fluss stinkt, in den alles eingeleitet wird. Und in dieser Taverne wahrscheinlich auch noch nach Schalen Bier und Menschen, die schwitzen. Und außerdem habe ich auch noch die Unfähigkeit Zechen. Das heißt, mit dem Bier ist es wahrscheinlich auch nicht so weit. Falls mir jemand eins bringen kann, ich es immer zum Zwerg. Aber du hast auch Neugier, nicht wahr? Ich habe auch Neugier, ja. Würfel noch mal eine Probe auf Neugier. Vielleicht habe ich das mit dem Bier doch nicht so einfach. Ich bin sehr neugierig. Bier. Ja, es riecht vielleicht wirklich abscheulich, aber irgendwas müssen doch die Menschen oder Zwerg daran finden.
dann stibitze ich mir vielleicht eins und muss das mal probieren. Also in zwergischer Manier habe ich natürlich 4 Bier sofort beim Wirt geholt, auf den Tisch gestellt und sehe jetzt mit Unwillen, dass die Elfe das Bier, das ich eigentlich austrinken wollte, nun doch probiert. Da kommt so eine kleine Elfenhand und schnappt sich das. Ich lehne mich zurück und genieße die Schau. Kommt vorsichtig dran. Ihr verbringt einige Zeit in der Flinkenflunder. Wie gesagt, das Bier ist ja durchaus akzeptabel. Du hast dich dann zumindest zu den anderen Spielern gesellt und ein, zwei Runden mitgespielt, aber nicht zu viel riskiert. Obwohl das tatsächlich auch ein bisschen von deinen Silbertalern was zurückbehalten. Du kannst nicht verstehen, was Zwerge und Menschen am Bier finden. Es schmeckt wirklich grauenhaft und riecht noch schlimmer, als es schmeckt. Ja, gib mir das. Meins ist eh schon leer. Aber das ist ein guter Abnehmer dafür. Und ich würde sagen, unbezahlt. Speziell ihr beide, solltet mal eine Zechenprobe ablegen. Zur Erklärung, ihr habt jetzt nicht viel getrunken und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr davon Kopfschmerzen bekommt. Das heißt, die Probe ist auch sehr leicht. Wir haben die ganzen Probenmechanismen auch eingeteilt, was zu Erleichterungen bedeuten müssen. Und ich würde sagen, die ist um 8 Punkte erleichtert. Das solltet ihr schaffen können. Sag das nicht, du weißt, wie schlecht ich normalerweise würfle. Ich weiß vor allem, wie schlecht ich würfle. Ich würde es nie schaffen. Aber das sieht ganz gut aus. Hast du denn auch die richtigen Farben benutzt? Ich finde es nämlich tatsächlich ziemlich praktisch, dass jetzt die Farben zugeordnet werden. Also jedes Attribut hat einen passend farbigen Würfel bekommen. Ja. Dann kann man nicht mehr mogeln. Ah, nein, ich hatte Mut zuerst gewürfelt, den habe ich höher. Ich habe jetzt grünes Intuition. Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten aufgeführt, wie man vielleicht einfach Würfel mit diesem 3W20-System auch schneller aufführen kann. Dieses Farbschema war so eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch die Links-Rechts-Regel benutzen. Mhm. Was links liegt, ist halt immer der erste Wurf und so weiter. Aber wir haben extra dafür dann auch ein paar spezielle Würfel für dieses Farbschema dann entwickelt. Das haben wir uns auch nicht ausgedacht, wie die Farben sind, sondern wir haben, wie es früher auch schon gab, so eine alte Zuteilung von Eigenschaften zu Farben und anderen Eigenschaften, die es so gibt. Das ging im Wesentlichen über die Zuteilung von Eigenschaften zu Elementen. Ja, genau. Die Elementen hatten jeweils eine charakteristische Farbe. Und deswegen haben wir dann die entsprechende Zuteilung vorgenommen. Das ist halt auch, am Anfang mag es vielleicht wenig intuitiv erscheinen, aber insbesondere für alte Hasen ist es so ein bisschen einfacher, die Zuordnung zu treffen. Noch bestanden. Ist dir gelungen, wunderbar. Zechen sieht sehr italienisch aus dadurch. Okay. Tja, der Abend ist mittlerweile schon weit fortgeschritten und ihr müsst zugeben, die Flinkeflunder hat euch echt gefallen. Das Bier war akzeptabel, das Essen besser. Du bist ein bisschen am Zweifeln, warum die alle es hier so gut finden, aber zumindest kannst du die Geselligkeit der Menschen schon verstehen. Du wärst natürlich auch gern in deiner Heimat unter deinesgleichen. Aber man könnte das ja auch draußen machen, wo es nicht so stinkt und vielleicht was Leckeres trinken und sich vielleicht unterhalten, aber sie schlagen nur Zeit tot, trinken ekliges Zeug und geben eine Menge Geld dafür aus. Das Problem ist aber, dass es wahrscheinlich in der Kneipe viel weniger stinkt als draußen. Wir könnten es auch unterirdisch machen und mit Bier, das wirklich stark ist und wirklich schmeckt. Und da stinkt auch niemand, weil es keine Menschen da gibt. Aber die riechen ja eigentlich ganz okay. Wie kommst du auf die Idee, dass Zwerge nicht stinken? Tun sie? Das liegt einfach daran. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Das ist kein Gestank, das nennt man Aroma. Das wird auch, je älter der Zwerg ist, umso kräftiger und irgendwann zerfließt er. Ja. Okay. Wie Kiesel. Ich würde sagen, da die Zechenproben entweder gelungen sind oder ihr nicht besonders abgelenkt wart, solltet ihr eine Probe auf Sinnesschärfe ablegen, als ihr, wie gesagt, mit den letzten Gästen hier in der Flinkenflunter zu ganz später Stunde, vielleicht etwas bemerkt. Die Probe ist, weil ihr tatsächlich noch fit seid und nicht zu viel getrunken habt, um 4 Punkte erleichtert. Wo ist denn das? Das ist ein Körpertalent. Ja, ah. Sinnesschärfe, Klugheit, Intuition. Ja. Wie mache ich das jetzt? Ich würfel den Würfel dann immer nach. Oh je. Das sieht ja schon gut aus. Ich glaube, ich bringe gar nichts mit. Ich habe mit 20 und 18 angefangen. Und mein zweiter Intuitionswürfel ist auch eine 14. Ist das Auge eine 1? Ja, das Auge ist eine 1, ja genau. Ist diese Probe erschwert oder erleichtert? Oder? Um 4 Punkte erleichtert. Weil ihr habt die Session-Probe geschafft. Es oder? Hilft nichts. Es hilft nichts. Hat es einer von euch geschafft? Ich habe sie bestanden. Kommt jetzt. Okay. Mir entgeht nichts. Super, super. Nein. Okay, also dir ist es zumindest gelungen. Von hier unten hat man halt einen guten Blick auf die Dinge. Mir ist es überhaupt nicht gelungen. Ich starre vermutlich immer noch entsetzt auf den ersten. Den ersten schlechten Wurf konnte ich noch ausgleichen, beim zweiten hatte ich nichts mehr. Macht euch nichts draus. Also ich weiß, dass der erste Testwurf bei DSA 5 in unserer Firma eine Doppel-20 war.
Also schlechter könnt ihr eigentlich fast nicht würfeln. Dreck unter meinen Nägeln, das verdient auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Ja, das habe ich auch schon erlebt tatsächlich. Und zwar unter DSA 5. Aber das war nicht der erste Wurf zumindest. Okay, aber dir ist es gelungen? Ja. Super. Während deine anderen Gefährten sich am Tisch immer noch unterhalten, er hier zum Beispiel berichtet davon, dass er die zwei Spiele, an denen er teilgenommen hat, tatsächlich gewonnen hat. Ja. Und sie sich immer noch lauthals über diesen Ort ein bisschen beschwert. Sie ist betrunken. Ja, völlig richtig, von dem Schluck, den sie getrunken hat, ist dir etwas aufgefallen. Und zwar, da du sehr nah am Fenster sitzt, sahst du auf die Gasse hinaus und dir fiel auf, dass dort ein älterer Mann die Gasse entlang schlenderte, direkt neben der flinken Flunte. Ein junger Mann. Ein alter Mann. Ein alter Mann. Ein alter Mann gebeugt. Ein junger Mann. Völlig richtig, für dich ein junger Mann. Für Menschen halt etwas älter. Langer Bart, sah auch ein bisschen kränklich aus, ging gebeugt. Das wäre nichts Bemerkenswertes gewesen, wenn du nicht gesehen hättest, dass ihm drei Leute gefolgt sind. Diese drei Leute, die ebenso wie der Alte in die Gasse eingebogen sind, sahen schon etwas gemeiner aus. Die haben sich kurz unterhalten, sich irgendwas in die Ohren geflüstert und bei dem einen hast du gesehen, dass er einen Dolch dabei hatte und den er zog, als er in die Gasse einbog. Ja, natürlich freue ich mich kurz im Moment, dass mir das aufgefallen ist und nicht der Elfe, der Sinn offensichtlich nicht zu trauen ist, aber dennoch widerstrebt es meinem klar und gut denkenden erzzwergischen Sinn, da einfach untätig zuzugucken. Und da mein Bier eh leer ist, werde ich vor meinem Stuhl aufspringen, meinen Felsspalter, der an der Wand lädt, in die Hand nehmen und schreien: Diebsgesindel, ich komme zu euch, ich verprügle euch alle, und dann laufe ich raus. Was ist denn jetzt los? Ich werfe ein paar Münzen auf den Tisch, weil ich verstanden habe, dass man Ärger kriegt, wenn man das nicht tut. Ich habe keine Ahnung, ob das Geld dem entspricht, was es wert ist. Ich schnappe meinen Bogen und renne hinterher. Ich mache das, was alle Einheimischen tun. Ich brülle laut anschreiben. Das schien funktioniert zu haben, so 2 bis 3 Mal vorher. Und renne natürlich auch eilig raus. Ich bin flink, das heißt, ich dürfte da ganz fix hinterher sein. Der Zwerg hat ja kurze Beine. Ja, er ist nicht so sonderlich schnell, das ist richtig. Ja, ich werfe einen kurzen Blick auf die Münzen am Tisch. Mega, das reicht auch für mich und stürme auch hinaus. Okay. Zwar bist du zuerst aufgestanden, natürlich. Musst allerdings feststellen, dass deine Gefährtin aus Kunschom doch etwas schneller war. Wie? In der Taverne bewege ich mich immerhin in heimischem Terrain. Völlig richtig, aber es ist immer ein Rätsel, wie sie es schafft. Also ich lasse ihn auch gerne vor. Also nicht, weil okay. Ich will natürlich, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, damit ich die Möglichkeit habe. Okay. Also du rennst zur Tür und dann wartest du da. Dann warte ich da, lass ihn rausgehen, ja, genau. Und sobald er die Aufmerksamkeit aller Gegner auf sich gezogen hat, wie ein Magnet, habe ich dann die Möglichkeit, mich unauffällig anzunähern. Okay. Das ist der Plan. Okay, dann würde ich sagen, hat sie tatsächlich dich nicht überholt, sondern sie war zwar schnell aufgesprungen, aber du bist zuerst rausgerannt. Ihr beide seid ihm dann eigentlich ziemlich direkt gefolgt. Ja. Während du tatsächlich zwar auch nachgegangen bist, allerdings mit einem kleinen Rückstand und beziehungsweise auch so, dass du nicht direkt auffällig bist, dass du zu dieser Dreiergruppe gehörst. Ihr drei, die ihr zuerst diese Gasse gegenüber der flinken Flunder erreicht habt, seht in der Dunkelheit nicht allzu viel. Aber ihr könnt noch mal eine Sinnenschärfeprobe machen. Und als Elfe hast du, glaube ich, eine Fähigkeit. Und als Zwerg natürlich. Dunkelsicht 1. Okay. Normalerweise wäre sie jetzt um 4 Punkte erschwert. Mhm. Für euch beide ist sie das nur um 2. Nur um 2 erschwert. Ja. Und würde ich halt logischerweise um 4. Mhm. Okay. Ja. Geschafft. Brauche ich eigentlich nicht weiter dürfen. Ja. Ja. 2 von 3 Proben misslungen. Also, es ist zu dunkel. Meine Augen müssen sich erst den Lichtverhältnissen anpassen. Ganz knapp misslungen. Ganz knapp misslungen? Ja. Also ich sehe hier nichts. Du siehst nichts, alles klar, ich verstehe. Warum seid ihr nochmal hier? Ich habe so einen kurzen Verweilmoment, deswegen können sich meine Augen wahrscheinlich besser an das Dunkel anpassen. Ich sehe. Okay, dann seht ihr drei, die ihr zuerst dort am Rande der Gasse aufgetaucht sind, dass ich einige Meter weit entfernt, vielleicht etwa so 7, 8 Schritt, eine Gruppe von Leuten befindet, die irgendwie zusammensteht. Ihr hört auch, dass dieser ältere Mann irgendwie an die Wand gedrückt wird und keucht. Dann jedoch scheinen die Menschen, die um ihn herum stehen, ihn loszulassen. Er fällt zu Boden und sie wenden sich zumindest in eure Richtung zu. Wie viele sind das? Ja, du hast es genauer gesehen. Ja. Dir war die Probe ja gelungen.
Du hast einen kurzen Blick hineingeworfen, aber nur einen ganz kurzen. Du kannst sehen, dass dort ein alter Kerl, er hat fast die Gewandung eines Magiers an, würdest du sagen. Es fehlt jedoch der Stab, am Boden liegt. Neben ihm drei schurkische Gestalten, zwei Männer und eine Frau. Allesamt bewaffnet mit Dolchen und mit knallen Knüppeln. Und die haben sich in die Richtung von euch gewandt. Hier war der auch nicht gerade leise. Also du schon vielleicht, aber nicht jeder. Und es sieht so aus, als ob sie ziemlich unangenehm wäre. Sie sind recht muskulös, grimmiger Gesichtsausdruck. Hast keinen Zweifel daran, dass sie eher so deinem Metier angehören. Jedoch wohl weniger Diebe sind, als vielmehr Schläger. Ich werde hier zwangskriminalisiert. Aha. Ich sehe das schon. Du bist stolz auf deine Berufung. Natürlich, natürlich. Ich sehe mich ja auch nicht als grundkriminell. Ich habe den Vorteil unauffällig. Das heißt, ich könnte im Zweifelsfall noch so tun, als ob ich vielleicht zufällig draußen bin und gar nicht zu denen gehöre. Könnte man zählen lassen. Ja. Vermutlich haben sie sich auch noch gar nicht bemerkt, wirklich. Gut, ich würde tatsächlich dann auch erstmal abwarten. Ich glaube, meine Stärke ist nicht mit gezogener Waffe auf jemanden loszugehen, sondern ich würde eher warten, bis sich eine Gelegenheit ergibt, was Gutes zu tun. Ich würde aber schon mal in meiner Gewandung, die ist ja so luftig leicht, locker tulamidisch nach einem Wurfmesser fischen, dass ich die Hand zumindest schon mal in der Klinge habe. Du hast noch gesehen, weil dir die Probe gelungen ist, dass es einen seitlichen Zugang zu der Gasse gibt, eine kleine Zwischengasse, die man erreichen könnte, wenn du das Haus, vor dem du quasi stehst, umrundest. Das ist gut. Ich bin ja flott zu Fuß. Dann würde ich vielleicht einfach mal mich dezent ums Karree zurückziehen. Ja, wenn du das machst, habt ihr nur bemerkt, dass diese drei, die dort stehen, irgendwie sich euch zugewandt haben. Und ihr hört dann durchaus eine ziemlich laute Stimme von einem Mann, die sagt, verschwindet, das geht euch nichts an, was hier geschieht. Nun, wenn ihr hier bleiben wollt, gibt's Ärger. Nun, ganz Söldner-like, ein Toter kann uns nicht mehr bezahlen, also schreiten wir ein. Wie wäre es, wenn ihr euch tatsächlich mit jemandem anlegt, der euch Paroli bieten kann? Ich ziehe mein Schwert. Okay. Ich laufe auf sie zu. Ja, und zwar mich! Okay. Das ist zu viel Wort. Ich murmel irgendwie etwas vor mich hin und versuche ein paar Schritte zur Seite zu machen, dass der dumme Zwerg nicht in meiner Schusslinie ist. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, der sich unheimlich nennt. Oh ja, hab ich. Das heißt, du bist schon von durchaus beeindruckender Gestalt. Man hat schon ein bisschen Angst vor dir, wenn man dich nicht kennt. So, da du jetzt auch noch eine gewaltige Waffe wie ein Felsspalter hast und du vielleicht sogar als Bogenschützin erkannt worden bist, also ihr habt gewisse Vorteile gegenüber diesen drei Kerlen, könnte es schon sein, dass sie Angst haben. Ich würde sagen, ihr könnt eine Probe, eine Teamprobe, eine Sammelprobe auf Einschüchtern ablegen. Und zwar müsst ihr drei zusammen insgesamt 6 Punkte erreichen. Ihr habt aber einen Vorteil, weil ihr halt unheimlich seid und Waffengewalt auf eurer Seite ist, eine 4-Punkte-Erleichterung. Ich könnte sie noch mehr verunsichern, indem ich plötzlich hinter ihnen auftauche, wenn ich das mit der Gasse richtig verstanden habe. Da könnte ich auch was beitragen, sonst bin ich jetzt raus. Du musst auch etwas machen, und zwar musst du eine Probe auf Verbergen ablegen. Okay. Du kriegst auch eine 4-Punkte-Erleichterung, aus dem Grund, weil die abgelenkt sind und sie miteinander sprechen. Einschüchtern. Vermutlich nicht dein Spezialgebiet, aber... Nee. Mit 4 Punkten Erleichterung hast du eine Chance, die Chance zu schaffen. Nee. So, Mut. Muss ich schon 4 ausgleichen? Im Übrigen, falls euch eine Probe misslingt, vergesst nicht, ihr habt Schicksalspunkte, könnt sie einsetzen. Könnt den Wurf wiederholen. Vielleicht lohnt es sich. Intuition ist daneben. Charisma ist auch daneben. Ja, also bei mir ist es nicht gelungen. Wie sieht es beim Rest aus? Also ich hätte die Probe gelungen. Wie viele Punkte hast du übrig? Nur die Probenerleichterung, aber ich glaube, die wird nicht einberechnet. Das sind leider keine. Dann hätte ich es... Hast du einen Punkt drin? Oder? Ich habe nur einen Punkt. Also ich habe 11 Punkte übrig. Wow. Was hast du in Einschüchtern? Nee, wie geht das? Muss ich nicht die Differenz zwischen den Werten und dem... Nein, du musst einfach immer noch drunter würfeln. Also, das heißt, wenn ich irgendwie Mut 13 habe und ich würfel eine 6, dann rechne ich da nicht die Punkte. Leider nein. Nee, dann habe ich nur einen übrig. Ich glaube, ich gebe einen Schicksalspunkt aus, um das zu wiederholen. Okay. Um nicht ganz so blöd auszusehen. Also, du kannst aber nur einen Wurf wiederholen, deinem Schicksalspunkt. Nur einen von den drei? Einen von den drei. Ja, dann lasse ich das. Wobei, es würde sich auch nicht stimmen. Vergiss nicht, die beiden haben ja nur 2 insgesamt. Ihr brauchtet 6. Ja, aber das kann ich nicht erreichen, weil 2 daneben waren. Dann lass. Okay, also ihr habt aber zumindest 2 Punkte. Ja. Kann ja sein, dass es trotzdem einen Effekt hat.
Tatsächlich sind die nicht näher auf euch zugekommen. Na, immerhin. Aber sie sind auch nicht weggerannt. Offenbar haben sie sich nicht so leicht einschüchtern lassen. Gut! Und es sieht eher so aus, als ob sie überlegen würden, ob sie es jetzt doch wagen, vielleicht auch irgendwas auf euch werfen, vielleicht auch diesen armen alten Mann als Geißel nehmen. Ihr wisst es in diesem Augenblick nicht genau. Aber eure Gefährtin hat es geschafft, tatsächlich knapp hinter diesen dreien aus dieser Seitengasse zu erscheinen. Beziehungsweise du bist jetzt dort und könntest theoretisch etwas gegen sie nehmen, weil sie haben dich nicht bemerkt. Ja, ich war sehr heimlich. Ich habe alle meine Punkte übrig. Also bis auf einen, das heißt sechs. Das heißt, ja, wer sieht denn von den dreien am bedrohlichsten aus? Also erst einmal nochmal, um festzuhalten, die haben mich echt nicht bemerkt. Ja, diese 19 bei meinem Wurf hatte alles versaut. Die Frau wirkt bedrohlich, aber du glaubst eher, dass der Kerl mit dem Knüppel sehr breit ist und der stellt ihr die größte Gefahr da, würdest du sagen. Der ist in der Mitte. Mhm. Der ist auch am wenigsten zurückgewichen von allen. Gut, normalerweise ist es ja so bei so einer Gruppe, die unterliegen ja einem gewissen Rudelzwang, wenn man den stärksten von ihnen zumindest schon mal ordentlich beschädigt oder ausschaltet, dann sind die anderen gleich nicht mehr ganz so mutig. Ich würde tatsächlich mal versuchen, den K.O. zu schlagen, okay, wenn er mich nicht mitbekommt, also ihn zu betäuben. Okay, ich habe dir ja schon gesagt, die haben dich nicht bemerkt, deswegen dürfte das kein großes Problem sein, an den Herrn zu kommen, den Dolchknopf zu nehmen, um ihn dann wirklich mal hinten ins Genick reinzuschlagen. So, und jetzt können wir die Regel für Betäubungsangriffe anwenden. Mhm. Wie gesagt, er hat dich nicht bemerkt, das bedeutet, er ist überrascht. Wenn man überrascht ist, hat man ein großes Problem, wenn jemand einen angreift. Das kann ein Betäubungsangriff sein, es kann aber auch ein Meuchelangriff sein. Du hast dich dafür entschieden, nehme ich mal an, ihn nicht umzubringen. Ich wollte ihn nicht gleich umbringen, das sieht immer so schlecht aus, vor allem, weil wir in der Stadt sind und ich befürchte, das ist hier illegal. Ja, vermutlich. Okay, sehr gnädig von dir. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt diesen einen Würfelwurf ab, um die Spannung zu halten, aber auch, weil wir jetzt eine Pause machen müssen und dann sehen wir uns im zweiten Teil vom letzten DSA 5 und stellen fest, ob Ivy den großen Kerl K.O. schlagen kann. Völlig richtig. Bis dann.